Solche Schockanrufe haben auch in der Öffentlichkeit für viel Aufmerksamkeit und Verunsicherung gesorgt. Und der Gesamtschaden, der in Baden-Württemberg entstanden ist, und wenn man alles zusammenrechnet, auf über 11 Millionen Euro. Wenn die Sorge um einen Angehörigen ausgenutzt wird, das Phänomen der sogenannten Schockanrufe beschäftigt bereits seit längerem die deutschen Strafverfolgungsbehörden. Entschuldigen Sie. Solche Schockanrufe haben auch in der Öffentlichkeit für viel Aufmerksamkeit und Verunsicherung gesorgt. Die Geschädigten werden von vermeintlichen Polizisten und Staatsanwälten am Telefon überrumpelt mit angeblichen Unfällen, die nahe Angehörige verschuldet haben sollen. Aus Sorge um ihre Angehörigen händigen daraufhin die Geschädigten hohe Geldbeträge als angebliche Kautionen aus. Nicht selten verlieren die Geschädigten dabei ihre gesamten Ersparnisse, ihre komplette Altersvorsorge und, das darf ich an dieser Stelle vielleicht anmerken, in unseren Fällen sind das bis zu sechsstellige Beträge, die Geschädigte da verloren haben. Diese Fälle, die damit verbundenen individuellen Schicksalsschläge für die Geschädigten, gehen auch uns als Ermittlern selbstverständlich sehr nahe. Wir wissen bereits seit langem, dass solche Taten nicht von Einzeltätern verübt werden, sondern dass es sich hier letztlich um hochgradig organisierte Kriminalität handelt, bei der Banden mit großer Mitgliederzahl am Werk sind. Aus Sicht der Ermittlungsbehörden besteht bei derartigen Fällen wie generell bei organisierter Kriminalität die Problematik, dass zwar häufig die Geldabholer vor Ort festgenommen werden können, dass aber die Hinterleute unerkannt bleiben und das Übel daher nur schwer bei der Wurzel zu packen ist. Umso erfreulicher ist es, dass wir Ihnen heute berichten können, dass es uns, der Pforzheimer Staatsanwaltschaft und dem Landeskriminalamt Baden-Württemberg in enger Zusammenarbeit mit zahlreichen weiteren Behörden im In- und Ausland gelungen ist, die Struktur einer solchen Bande zu entschlüsseln und diese zu zerschlagen. Vielleicht werden Sie sich fragen, warum ausgerechnet die Staatsanwaltschaft in Pforzheim heute hier vertreten ist und über diesen Fall berichtet. Diese Frage ist natürlich berechtigt, denn wir sind eine vergleichsweise kleine Staatsanwaltschaft und wir haben durchaus mit großer Personalnot zu kämpfen. Auf der anderen Seite ist die Frage leicht zu beantworten, denn im September vergangenen Jahres kam es im Enzkreis und damit in unserem Zuständigkeitsbezirk erneut zu einem Schockanruferfall. Nachdem es hier gelungen war, den Geldabholer festzunehmen, begannen bei uns die weiteren Ermittlungen. Und hier ergaben sich glücklicherweise schon früh Hinweise auf das Vorgehen und die Struktur der Bande. Der ermittelnde Staatsanwalt Dr. Jacklin hat sich in den folgenden Monaten, und ich darf sagen vorbildlich und unermüdlich, auf die Suche nach den Hinterleuten gemacht. Und er hat Beweise gesammelt. Die Akten füllen mittlerweile 3 komplette Umzugskartons. Dabei wurde Herr Dr. Jacklin tatkräftig unterstützt durch das Landeskriminalamt, das mit äußerst großem personellen und persönlichen Einsatz die Ermittlungen vorangetrieben hat. Hier gebührt dem LKA, Ihnen, Herr Stenger, großer Dank, Ihnen natürlich auch, Herr Hoffmann, ebenso wie vielen ausländischen Ermittlungsbehörden, insbesondere in Polen, in Großbritannien, in Frankreich und Spanien. Ohne die Rechtshilfe, die von diesen Ländern auch unter Mithilfe von Eurojust und auf der polizeilichen Ebene von Europol geleistet wurde, wäre eine Zerschlagung der Bande überhaupt nicht möglich gewesen. Gerade die wertvolle Hilfe aus Polen hat letztlich zur Identifizierung des mutmaßlichen Bandenchefs geführt. Die Behörden in Großbritannien haben am 15. Juni die Verhaftung des mutmaßlichen Bandenchefs durchgeführt und erst vergangenen Samstag wurde durch die spanischen Behörden eine Frau am Flughafen in Barcelona verhaftet, die wir zum weiteren Führungskreis der Bande zählen und für die wir ebenfalls einen europäischen Haftbefehl erwirkt hatten. Zusammenfassend ist dieser Fall ein schöner Beleg für die sehr gute grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei der Strafverfolgung. Wir haben gezeigt, dass wir in Europa auch gut organisierten Banden schlagkräftig entgegentreten können. Ich darf Ihnen, Herr Stenger. Sehr geehrte Damen und Herren, auch von mir ein herzliches Willkommen. Wir sind heute hier natürlich froh, Ihnen einen Ermittlungserfolg in der Dimension in diesem Phänomenbereich präsentieren zu können. Sie haben schon viel über Danken gehört. Ich muss der Staatsanwaltschaft Pforzheim danken
Häufig haben wir in diesen Phänomenen die Schwierigkeit, einen Ansprechpartner zu finden, der alle Fälle dann nimmt, die man in diese Serie einordnen kann. Und wenn man das in der Gesamtschau sieht, dann sind unsere Ermittlungsaussichten, was die Strukturermittlungen oder die täterorientierten Ermittlungen anbelangt, natürlich immer größer. Insofern war das eine gute Kooperation unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Pforzheim, dieses Verfahren zu führen. Wir haben sehr früh gespürt, dass die Fallzahlen im Bereich Schockanrufer sprunghaft steigen. Wir sind dann in eine Kooperation gegangen mit unseren Präsidien. Beteiligt waren Aalen, Heilbronn, Konstanz, Ravensburg, Ludwigsburg und das Polizeipräsidium Stuttgart. Wir haben mit uns das Personal, die Hauptsachbearbeiter dieser einzelnen Fälle bei uns in einer Ermittlungsgruppe gebündelt und sind dann sehr strukturiert vorgegangen. Unser Ziel in diesen Fällen, unsere Strategie ist es immer, dass wir diese Verfahren konsequent dienststellenübergreifend anlegen. Und das betrifft sowohl national als auch die internationale Ebene. Es wurde schon gesagt, Europol ist ein entscheidender Player. Der stellt uns die Plattform zur Verfügung. Wir kriegen dort die internationalen Partner an einen Tisch und können unser Vorgehen sehr eng abstimmen. Ganz wichtig ist auch die frühzeitige Einbindung von Eurojust, weil das im Grunde das Pendant und das ähnliche Agieren auf der justiziellen Seite ist. Das sind wesentliche Erfolgsfaktoren in diesem Verfahren. Und zudem brauchen wir natürlich einen tüchtigen Staatsanwalt, der das alles an sich zieht. Das ist hier in diesem Fall, ist das gelungen. Zielrichtung immer die Drahtzieher, die Hintermänner, nicht nur diejenigen, die das Geld abholen, sondern wenn man Wirkungstreffer erzielen will, ist es wichtig, diese Ermittlungen zu internationalisieren, insbesondere in diesem Bereich. Wir haben mit großer Intensität jetzt fast ein Jahr lang ermittelt. Wir haben diese Fälle konsequent täterorientiert und bezogen auf die Struktur aufgehellt. Das sind unzählige offene und verdeckte polizeiliche Maßnahmen gefahren worden. Wir haben Observationen durchgeführt und uns natürlich auch permanent mit unseren europäischen und außereuropäischen Partnern abstimmen zu müssen, um hier ganzheitlich diese Wirkung zu erzielen. Insgesamt entspricht das unserer Strategie beim Landeskriminalamt, dass wir sehr rasch in Kooperationen mit unseren regionalen Präsidien solche Phänomene dann ganzheitlich angehen und bei uns entsprechend die Informationen zu den Einzelfällen bündeln, um dann ein gesammeltes Verfahren anzubringen. Und natürlich sind wir da auch immer darauf angewiesen, eine Staatsanwaltschaft zu finden, die auch alle diese Fälle in ihre Sachleitung mit übernimmt. Und das ist hier gelungen. Die Einzelheiten zum Verfahren, die Sie sicherlich interessieren, wird Ihnen der Herr Hoffmann, der bei mir die Abteilung Wirtschaftskriminalität leitet. Wir haben dort extra eine Ermittlungsgruppe Phänomene, die wir dauerhaft haben, um uns um diese spezifischen Formen von Banden und organisierter Kriminalität in der von mir beschriebenen Weise zu kümmern, eingerichtet. Ermittlerinnen und Ermittler, die in den letzten 10 Monaten dieses Verfahren mit hohem Fachverstand und auch mit einem hohen Maß an Motivation vorangetrieben haben. Das ist wirklich ein herausragendes Ergebnis, was hier am Ende des Tages erzielt werden konnte. Wir haben die Ermittlungen, das ist ja schon angeklungen, im September 2022 übernommen von der Kriminalpolizei in Calw, als sich erste Hinweise ergeben haben, dass einer dieser Geldabholer über eine Jobbörse in Polen angeworben wurde. Ihm wurden dort ein Arbeitsvertrag quasi zur Verfügung gestellt, um Kurierfahrten in Deutschland durchzuführen. Und über diese Jobbörse sind wir dann letzten Endes auf die weiteren Abholer gekommen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich auch auf denjenigen, der letzten Endes für diese gesamte Straftaten, also den Kopf der Bande, verantwortlich zeichnet.
Die Ermittlungen, Herr Stenger hat es bereits erwähnt, haben wir mit mehreren Präsidien zusammengeführt. Aber auch, und das möchte ich an der Stelle noch betonen, zusammen mit dem Polizeipräsidium in München, was bereits eigene Erkenntnisse hatte, die auch in Bezug auf diese Jobbörse gerichtet waren. Und insoweit haben wir dann in verschiedensten Treffen mit den Kollegen aus München diese Verfahren dann zusammengeführt, gebündelt und die Informationen ausgetauscht. Damit hat es natürlich nicht geendet, weil wir innerhalb der Ermittlungen denn sehr schnell festgestellt haben, dass die Abholer, wenn sie das Geld von den Geschädigten abgeholt haben, dann ins Ausland dirigiert wurden. Die wurden dann, je nachdem, was näher war, entweder nach Frankreich, nach Tschechien, Holland oder Belgien dirigiert, um dann dort die Tatbeuten an die sogenannten Logistiker zu übergeben. Wir nennen sie Finanzlogistiker, weil es auch noch andere Logistiker in diesem Verfahren gibt. Das heißt, wir mussten sehr schnell die Ermittlungen ausweiten und haben dann auf die bestehenden Netzwerke, und hier muss man Europol erwähnen mit seinen Kommunikationsplattformen, die sie zur Verfügung stellen, auf diese Kommunikationsplattformen von Europol zurückgegriffen und haben uns dann aber auch in den bilateralen Austausch mit den Ländern jeweils begeben. Das heißt, wir waren in Frankreich, die Bayern waren in Tschechien, wir haben uns mit den Holländern und den Belgiern zusammengesetzt, um eine gemeinsame Ermittlungsstrategie zu entwickeln, weil das war ja wichtig, dass wir ein gemeinsames, abgestimmtes Vorgehen haben, weil wenn Sie gegen so eine Betrügerbande ermitteln, dann stört es natürlich, wenn der eine Dinge tut, die der andere nicht weiß. Deswegen haben wir dort versucht, eine gemeinsame Strategie zu erarbeiten, was uns auch gelungen ist, zusammen auch dann am Ende, als wir wussten, dass die Haupttäter in England, in London sitzen, auch mit den englischen Behörden. Auch dort waren wir vor Ort, haben uns mit denen ausgetauscht und eben unsere Strategie dann auch in mehreren Treffen bei Europol abgestimmt. Ja, der Kopf der Bande hat unseren Erkenntnissen nach eben nicht nur die Abholer gesteuert, also die das Geld bei den Geschädigten abgeholt hat, sondern eben auch die Logistiker. Er war auch für dieses gesamte Management zuständig, was dann am Ende des Tages zu diesem erheblichen Schaden hier in Baden-Württemberg und auch in den anderen Bundesländern geführt hat. Wie Sie aus der Pressemitteilung entnehmen können, waren es ja 122 Vollendungen, die hier begangen wurden. Insgesamt hat die Ermittlungsgruppe Phänomene in diesem Zeitraum aber über 200 Vollendungen ermittelt und auch 78 Abholer festnehmen können. 65 davon rechnen wir dieser Bande zu. Und der Gesamtschaden, der in Baden-Württemberg entstanden ist, beläuft sich, was die Bande betrifft, auf rund 5 Millionen. Und wenn man alles zusammenrechnet, auf über 11 Millionen Euro. Am 15. Juni haben wir dann einen gemeinsamen Action Day geplant mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Vereinigten Königreich zur Festnahme des Haupttäters und auf der anderen Seite natürlich auch hier in Deutschland. Hier gibt es ja auch eigene Beschuldigte wegen Banden- und gewerbsmäßigen Betrug im Raum Frankfurt und im Raum Düsseldorf, Neuss, Karst, Hahn. Und hier haben wir dann gemeinsam und zeitgleich die Wohnungen dieser Menschen betreten, dieser Beschuldigten, und durchsucht. Und dabei, das ergibt sich aus der Pressemitteilung, dann die entsprechenden Bargeldmengen, also 104.900 Euro in Deutschland, 21 Goldmünzen, 5 Goldbarren. Manches davon ist da hinten auch Ihnen als Anschaumaterial zur Verfügung gestellt. Gold, Schmuck, Laptop, Uhren und natürlich viele Telefone, viele Wegwerfhandys, weil das war die Masche der Täter. Die haben also ihre Handys nur über wenige Stunden teilweise benutzt, manchmal nur einen Tag, manchmal war es auch ein bisschen länger, aber in der Regel haben die Handys sehr schnell weggeworfen. Und das Gleiche gilt auch für die SIM-Karten, die sie in London massenhaft eingekauft haben, maximal für einen Tag benutzt haben, dann einfach weggeschmissen haben, dann die nächste SIM-Karte. Das hat uns die Ermittlungen natürlich unheimlich schwer gemacht, weil wir natürlich immer wieder hinter diesen neuen Telefonnummern her sein mussten. Aber, und das muss man sagen, im Gleichklang mit diesen Ermittlungsbehörden, die alle an einem Strang gezogen haben, war es dann möglich, auch diese Hürde dann letzten Endes zu nehmen. In London hat man etwa 50.000 britische Pfund sicherstellen können, bei dem Haupttäter 2 Laptops, Smartphones, 11 Arbeitshandys und ebenfalls wieder viele SIM-Karten und viele Arbeitshandys, die er für seine Koordination dieser Straftat genutzt hat. Wir haben auch noch eine Präsentation vorbereitet, um Ihnen mal zu zeigen, wie die Verteilung der einzelnen Straftaten war hier in Deutschland.
Also hier sieht man, dass es erscheint etwas ungleichmäßig verteilt, aber der Schwerpunkt ist im Kern im Süden von Deutschland zu suchen. Es war also Baden-Württemberg und Bayern überwiegend betroffen. Da haben auch die meisten Festnahmen letzten Endes der Abholer stattgefunden. Aber wir mussten, die EG Phänomene musste mit den gesamten Ermittlungsbehörden in Deutschland zusammenarbeiten, weil wir natürlich immer wieder die Erkenntnisse hatten, jetzt sind sie in Hannover, jetzt sind sie in Koblenz, jetzt sind sie irgendwo anders tätig, um dann schnell mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort zu kommen, um dann diese Abholer dann auch dingfest zu machen. Und insgesamt haben wir knapp 2 Millionen Euro Schaden verhindert. Was wir jetzt zurechnen können für diese Bande, waren es 1,4 Millionen Euro Schadensverhinderung, die wir durch diese Festnahmen dann wieder direkt an die Geschädigten zurückgeben konnten. Auf der nächsten Folie sehen wir dann nochmal, wie die Arbeitsweise und die Arbeitsaufteilung dieser Bande war. Sie waren im Prinzip in 3 Ebenen organisiert. Zum einen die Abholer, die ja wie gesagt über diese Jobbörse in Polen angeworben wurden, dann die Logistikerebene. Wie gesagt, da gab es die Finanzlogistiker, die sich dann um das Geld gekümmert haben, also um diese Gelder, den Schmuck, das Gold, was von den Geschädigten abgeholt wurde. Und dann die Logistiker, die sich eben um diese Abholer auch gekümmert haben, also die denen Handys ausgehändigt haben, Geld ausgehändigt haben, die denen gesagt haben, was sie wie zu tun haben und mit denen letzten Endes ja sogar auch Arbeitsverträge abgeschlossen haben. Und dann oben den Kopf der Bande, der wie gesagt die gesamte Arbeit, die gesamte Logistik koordiniert hat. Auch dieses Callcenter oder diese, ja, Callcenter in dem Sinne ist es ja keins. Also das sind jetzt, muss man jetzt sich nicht vorstellen, dass da 200 Menschen in einem großen Raum zusammensitzen, sondern das war im Prinzip ein Wohnzimmer, wo ein paar wenige Täter, Keiler zusammensitzen und dann sich einfach das Telefon immer weiter reichen. Ja, da wird dann von dem Polizeibeamten, der einen schweren Unfall aufnimmt, wo die angebliche Tochter dann verursacht haben soll, wird dann das Telefon an die Tochter weitergereicht und die weint dann in das Telefon rein und dann geht es dann zum Staatsanwalt und dann geht es zu Gericht. Und am Ende des Tages war dann dieser psychische Druck, der da aufgebaut wurde, so groß, dass die Geschädigten dann das Geld ausgehändigt haben. Also kein Callcenter im klassischen Sinne, sondern letzten Endes kann man sich das wie ein kleines Wohnzimmer, wie einen Raum vorstellen, eine Wohnung vorstellen, wo die Täterinnen und Täter dann gemeinsam arbeitsteilig dieses Szenario für die Geschädigten aufgebaut haben. Auf dem nächsten Bild würde man dann sehen, dass wir, und das hat der Herr Stenger gesagt, das war unser Ziel, die gesamte Bande abzuräumen, eben nicht nur die unterste Ebene, sondern wirklich auch in die oberste Ebene zu gehen und auch die Zwischenebene. Und das ist uns in diesem Fall gelungen. Sie sehen hier, dass wir in allen Ebenen Festnahmen durchführen konnten. Und auf der nächsten Folie, glaube ich, haben wir nochmal zusammengefasst die Zahlen und Fakten des Falles. Da sehen Sie auch, mit wie vielen verschiedenen europäischen Ländern und auch außereuropäischen Ländern. Die Schweiz war auch mal betroffen in ein paar Fällen und natürlich das Vereinigte Königreich, was ja nicht mehr zur europäischen Gemeinschaft gehört. Also auch mit denen war ein sehr intensiver Austausch gefragt und das war letzten Endes auch dann erfolgskritisch. Und dann wird man natürlich für Rückfragen Ihnen jederzeit zur Verfügung stehen. Ja. Was war denn jetzt aus Ihrer Sicht der entscheidende Schlüssel, um diesen Fall so lösen zu können, anders als viele andere? Es wurde ja auch angesprochen, man kriegt dann mal eben einen Geldabholer, aber es ist dann einer von 70 und dann die Hintermänner kommt man nicht ran. Was war jetzt in dem Fall anders? Also in dem Fall war es so, dass es schon relativ schnell Hinweise darauf gab, dass eben das... dass dahinter Männer waren und dass man möglicherweise auch Ermittlungsansätze hätte, um an die ranzukommen, wobei ich da jetzt natürlich nicht ins Detail gehen kann. Und der Schlüssel war dann natürlich die Zusammenarbeit mit dem LKA, weil das LKA diese personellen Aufwand stemmen kann und in dem Fall dann auch gestemmt hat. Und dadurch konnte man dann eben diese umfangreichen Ermittlungsmaßnahmen überhaupt durchführen. Und dann konnte man sich sozusagen durch die Ermittlungen Stück für Stück weiterarbeiten und konnte dann eben auch in Zusammenarbeit vor allem mit Polen und dann Großbritannien eben auch gegen die Hintermänner vorgehen. Ich habe es jetzt so verstanden, dass es diese polnische Jobbörse war, die Ihnen da im Prinzip viele Hinweise gegeben hat, um dann
ein Stein nach dem anderen mehr oder weniger ins Rollen zu bringen. Also über diese Jobbörse kam man natürlich nicht an die Hintermänner ran, die stehen ja natürlich nicht mit dem Namen. Also die sagen ja nicht, XY sucht Fahrer und dann ist das der echte Name. Aber es war einer der Schlüsselpunkte, allerdings nicht der einzige. Das kann ich jetzt in Detail so genau natürlich nicht sagen. Aber was ich sagen kann, ist, dass der mutmaßliche Kopf der Bande, wir sprechen ja immer noch beim Ermittlungsverfahren, also es gilt natürlich hier noch die Unschuldsvermutung, der mutmaßliche Kopf der Bande bereits früher durch Betrugsstraftaten aufgefallen ist. Es ging um eine international tätige Betrügerbande, die von Großbritannien aus Anrufe getätigt hat, sogenannte Schockanrufe. Das heißt, die haben die Geschädigten in Deutschland angerufen, vorwiegend ältere Geschädigte, und haben denen erzählt, dass sie von der Polizei oder von der Staatsanwaltschaft seien und dass ein Angehöriger, oftmals die Tochter oder der Sohn oder der Enkel, einen Unfall verursacht haben und dabei jemanden getötet oder schwer verletzt haben. Und jetzt müssten die Geschädigten eine Kaution zahlen und dann wurden sie massiv unter Druck gesetzt, auch über einen längeren Zeitraum unter Druck gesetzt, bis sie dann eben größere Bargeldbeträge oder Schmuck oder andere Wertsachen an einen sogenannten Abholer regelmäßig an dem eigenen Wohnort, an der Haustür übergeben haben. Und dann hat sich natürlich kurz danach herausgestellt, dass es sich dabei um eine Masche handelte und nicht um die echte Polizei. Was kann man über die Täter sagen? Sind die Also man muss hier ein bisschen unterscheiden zwischen den Hintermännern. Das ist eine kleinere Gruppe, die die Anrufe koordiniert und getätigt haben. Und dann die Abholer selbst, die in Deutschland an den Tatort gefahren sind und das abgeholt haben. Die Abholer waren austauschbar. Die haben auch regelmäßig gewechselt, unter anderem nach Verhaftungen. Da haben einfach neue rekrutiert. Aber die Bande im Hintergrund, diese kleinere Bande, die blieb natürlich die gleichen. Würden Sie sagen, es handelt sich um ein organisiertes Netzwerk? Es kommt darauf an, was Sie unter organisiertem Netzwerk verstehen. Ja, dass es verschiedene Hierarchien gibt, dass es verschiedene Funktionen gibt, dass das Ganze aufgebaut ist wie eine kleine Firma? Ja, man kann tatsächlich sagen, dass es aufgebaut ist wie eine kleine Firma. Also es gab die höhere Hierarchie, die Hintermänner in Großbritannien vorwiegend, die das Ganze organisiert haben. Und dann gab es die einfachen Arbeiter, die Abholer, die das Ganze eben die Abholung getätigt haben. Und dann gab es noch die Zwischen, das war sozusagen das höhere Management. Die haben insbesondere dann diese Schnittstelle zwischen den Hintermännern und den Abholern, als diese fungiert. Okay. Im konkreten Fall, wie diese Tatverdächtige sind festgenommen worden, was geschieht nun mit diesen? Es wurden an Abholern in den letzten rund 9 bis 12 Monaten etwa 70 Personen festgenommen. Bei den Hintermännern, mutmaßlich Hintermänner muss man natürlich sagen, wurde der mutmaßliche Haupttäter festgenommen und eine weitere Person aus diesem inneren Führungskreis. Was mit denen passiert, wird natürlich später die Staatsanwaltschaft und danach die Richter entscheiden. Und diese ganze Aufhellung der Bandenstruktur ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlung. Sowohl mit der Polizei als auch mit den ausländischen Justiz- und Polizeibehörden muss ich sagen, dass die Zusammenarbeit reibungslos funktioniert hat. Also nur durch diese Zusammenarbeit, dieses große Engagement, sowohl in Deutschland als auch vor allem in Polen und Großbritannien, das Ganze dann unterstützt durch Eurojust und Europol, hat es nur möglich gemacht, diese Bande überhaupt zu zerschlagen. Jetzt nochmal in dem Fall, gestalten sich die Ermittlungen schwierig, wenn ich geaussichtslos, wenn die Täter im Ausland, wenn ich sogar nicht EU-Russland quasi? Also der Fall hat ja gezeigt, dass es nicht aussichtslos ist. Nein, es ist natürlich etwas komplizierter, aber die Zusammenarbeit auf europäischer Ebene und auch außereuropäischer Ebene funktioniert grundsätzlich sehr gut. Ja, der aktuelle Fall begann, unsere Ermittlungen begannen im September 2022, als wir einen Fall von der Kriminalpolizei in Calw übernommen haben. Da haben wir dann sehr schnell bei der Übernahme festgestellt, dass es in Baden-Württemberg weitere Bezüge gibt, die auf ein größeres Netzwerk hindeuten, auf eine Bande hindeuten, die auch diesen Abholer gesteuert haben. Und wir haben dann diese Ermittlungen im LKA zentralisiert und gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft in Pforzheim dann die Ermittlungen übernommen. Insgesamt waren da 6 regionale Präsidien in Baden-Württemberg beteiligt und auch das Polizeipräsidium in München. Und so haben wir dann gemeinsam versucht, diese Netzwerke, diese Bande zu identifizieren, die hier für diese Schockanrufe, und das war die Masche der Täter, die haben also bei geschädigten älteren überwiegend Frauen in Baden-Württemberg und ganz Deutschland angerufen und ihnen
vorgegaukelt, dass ein naher Angehöriger in eine unverschuldete Not geraten ist und dass man finanziellen Ausgleich bringen muss über Geld, Gold, Wertgegenstände, egal was die Opfer zu Hause hatten. Das war die Masche der Täter und wir haben dann gesagt, wir wollen hier exemplarisch auch mal die gesamte Struktur aufhellen und auch zerschlagen. Das war unser Ziel. Die Ermittlungen haben sich dann ausgeweitet, sehr schnell ausgeweitet ins europäische Ausland, ins internationale Ausland, sodass es für uns notwendig war, auch in sehr hohem Maße mit den anderen europäischen Ländern zusammenzuarbeiten. Das haben wir getan, koordiniert über Europol, über die Plattformen von Europol. Die haben uns verschiedene Besprechungen moderiert, Räume zur Verfügung gestellt, wo wir dann eine gemeinsame Ermittlungsstrategie arbeiten konnten und auch dann später mit den englischen Behörden synchronisieren konnten, um eben an diese gesamte Struktur zu zerschlagen. Das war unser Ziel, nicht nur Abholer festzunehmen, sondern auch die Logistikerebene und auch die Ebene darüber komplett zu zerschlagen. Können Sie mal kurz beschreiben, was passiert, also was da vorliegt? Da passiert Folgendes, die Täterinnen und Täter suchen quasi aus dem Telefonbuch Namen heraus, die nach älteren Menschen klingen und rufen die eine nach dem anderen an. Da kriegen sie dann einen Anruf, da heißt es, ihre Tochter oder ihre Enkelin ist in einen Unfall geraten, hat einen Menschen vielleicht überfahren, der ist zu Tode gekommen und die wird jetzt festgenommen, wenn sie nicht unmittelbar eine Kaution hinterlegen. Und diese Kaution, da schaut man dann, was die Menschen zu Hause haben. Ja, die versuchen dann rauszufinden, was da an Bargeld da ist. Und dementsprechend passen sie dann diese Kautionshöhe auch an und fordern dann diese Kautionshöhe ein, bringen die so unter physischen und psychischen Druck letzten Endes, dass sie dann dieses Geld an der Haustüre an einen Abholer übergeben, der dann scheinbar das Geld eben zum Freilösen der nahen Verwandten benötigt. Aber in der Realität findet das natürlich gar nicht statt. Ja. Und das ist auch einer der wichtigsten Präventionstipps, den wir immer geben vom Landeskriminalamt. Wenn Sie solche Anrufe bekommen, legen Sie auf und rufen Sie unter der Nummer, wo Ihnen der Angehörige bekannt ist, zurück und schauen, ob wirklich so eine Notsituation vorliegt. Ja. Okay. Wie geht die Polizei nach so einem Schlüsselanruf vor? Also wenn sich bei Ihnen jemand meldet und sagt, er hat so einen Anruf, wie gehen Sie dann vor? Also zunächst einmal ist es wichtig, dass die Menschen uns das mitteilen. Das hilft uns auch bei der Auswertung und Zusammenführung der Taten. Das war in diesem Fall auch so. Da haben wir also eben eine sehr aufwendige Auswertung aller Taten in Baden-Württemberg dann Gemeinsamkeiten festgestellt und haben so dann auch, sagen wir mal, feststellen können, dass es hier um eine Serie handelt, dass hier tatsächlich eine größere Struktur am Werke ist. Wie gehen wir vor? Die Polizei kommt, wenn die Täter noch da sind, natürlich vor Ort und dann versuchen wir, diese Abholerinnen und Abholer festzunehmen. Das ist uns auch in 78 Fällen gelungen. Also wir haben 78 dieser Abholerinnen und Abholer im Rahmen dieses Verfahrens festnehmen können und können dann natürlich auch unmittelbar wieder die Wertgegenstände zurückgeben. Und es war im Wert von knapp 2 Millionen, zurechenbar zu der Tätergruppierung etwa 1,4 Millionen Euro. Ansonsten nehmen wir natürlich diesen Fall auf. Das heißt, wir bitten Sie dann, aufs Polizeirevier zu kommen, auf den Polizeiposten. Die Kolleginnen und Kollegen vor Ort nehmen dann das auf, schauen nach, unter welcher Nummer wurden sie angerufen, wie war die Masche, wie haben die sich ausgegeben. Manchmal verwenden immer die gleichen Namen, dann ist halt der Herr Bach oder der Herr Müller immer der gleiche Staatsanwalt. Und so kann man dann auch wieder über kleine Puzzleteile feststellen, dass es sich eben um eine Bande oder eine organisierte Struktur handelt. Ja. Jetzt gestalten sich die Ermittlungen immer schwierig in so einem Milieu. Man hört, dass die Täter im Ausland, nicht hier im EU-Ausland sitzen. Was kann man dazu sagen? Ja, die sind für uns natürlich ein Stück weit schwieriger, weil ja jeder Staat ja souverän ist und insoweit auch eine eigene Rechtssystematik hat. Aber wir haben, wie gesagt, hier innerhalb der Europäischen Gemeinschaft den Vorteil, dass wir eine sehr gute Kommunikationsplattform durch Europol zur Verfügung gestellt bekommen und auf der justiziellen Seite ist der Eurojust, wo dann die Staatsanwaltschaften miteinander gemeinsam am Tisch sitzen und gemeinsam die Ermittlungsstrategie festlegen, weil nichts ist ja schlimmer, wie wenn sie dann, während ihrer Ermittlungen durch eine andere Behörde quasi während der Ermittlungen vielleicht gestört werden und die ganze Strategie dann zunichte geht. Deswegen ist dieser Austausch so wichtig. Da haben wir eigentlich im Grunde nach keine Probleme. Das funktioniert sehr gut. Aber in der justiziellen Zusammenarbeit muss man natürlich immer wieder mal auch eigene, sagen wir mal, Wege beschreiten. Da kann dann sein, dass mal eigene Verfahren eröffnet werden müssen, um dann in diesen direkten Austausch mit den Ländern zu kommen. Insgesamt, wie gesagt, hat es für unser Verfahren sehr gut funktioniert. Ja.
Okay. Können Sie gut schätzen, zu wie vielen Schubanrufen das Ganze so kommt? Also was wir wissen ist, und das ist ja immer nur das Hellfeld, das sind immer nur die Fälle, die bei uns tatsächlich angezeigt werden. Das Dunkelfeld dürfte da sehr, sehr viel größer sein, dass wir im Bereich der Anrufstraftaten im Bereich weit über 18.000 liegen hier für das Jahr 2022 in Baden-Württemberg. Das ist schon eine sehr dramatische Zahl. Es hat sich in den letzten 2-3 Jahren deutlich gesteigert. Und so wichtig war uns auch diese Ermittlungen und auch die Zerschlagung dieser gesamten Strukturen, der gesamten Bande. Weil wenn Sie so einen Abholer festnehmen, dann lässt er sich einfach wieder nachersetzen und dann geht es morgen weiter. Ja, das ist im Prinzip für die Bande kein großes Hindernis. Ja. Also es gibt natürlich auch eine Dunkelziffer. Was raten Sie Opfern, denen es peinlich ist, sich bei der Polizei zu melden, weil sie vielleicht schon auf sowas reingekommen? Ich glaube, in dem Bereich gibt es keine Peinlichkeit. Das kann jedem passieren. Die Täter sind teilweise psychologisch geschult. Die verstehen es und auch durch ihren großen Erfahrungsschatz. Die machen ja hunderte von Anrufen am Tag. Ja? Die lernen ja jeden Tag dazu, was die richtige Masche wäre, um diese Opfer zu überzeugen. Insoweit gibt es da keine Scham. Für uns ist die Anzeige wichtig, das möchte ich nochmal betonen, weil wir dann Verfahren zusammenführen können. Diese Sachverhalte, die dort mitgeteilt werden, helfen vielleicht dann auch Täterinnen und Täter für andere Taten wieder zu überführen. Okay. Was raten Sie Senioren oder älteren Menschen? Wie soll man bei so einem vorgehen? Ja, also wichtig ist zum einen, wenn die Sorge um einen Angehörigen ausgenutzt wird, wenn da eine Notlage dargestellt wird, dass sie das Telefonat zunächst einmal beenden und dann diesen Angehörigen unter der ihnen bekannten Nummer anrufen. Rufen Sie den einfach auf dem Handy an und fragen nach, hey, geht's dir gut? Was ist passiert? Ich habe gehört, da ist irgendwas vorgefallen. Ja? Und dann löst sich das Ganze relativ schnell in Wohlgefallen auf, weil natürlich faktisch ja nie etwas passiert ist. Die Täter spielen das ja im Prinzip nur den Opfern vor. Wenn euch auch diese Videodoku wieder gefallen hat oder informativ für euch war, würden wir uns wie immer über ein Like von euch sehr freuen. Selbstverständlich dürft ihr gerne, falls noch nicht geschehen, unseren Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um auch zukünftig keine weiteren Inhalte mehr von uns zu verpassen. Und wie immer dürft ihr jetzt anschließend hier unter dem Video in den Kommentaren eure Meinung kundtun, eure Fragen stellen oder euch gegenseitig austauschen.